Ohne Musik geht bei ihm gar nichts. Seit 30 Jahren ist er Posaunist bei der berühmten SWR Big Band und er ist auch der Chef der legendären Egerländer Musikanten. Mit ihnen ist er gerade auf Tour. Ernst Hutter ist einer, der Musik lebt und liebt. Den Jazz genauso wie die Blasmusik. Seit über 17 Jahren tourt er als Chef der Egerländer durch ganz Europa. Die Egerländer gelten als eines der besten Blasorchester der Welt. Und die Fans lieben den swingenden Sound. Auch auf dem Woodstock-Festival in Österreich, das Festival für Blasmusik. Seine zweite ganz große Leidenschaft ist die SWR Big Band, mit der er auch mal auf die höchsten Berge fährt. Herzlich willkommen, Ernst Hutter. Da müssen Sie auch immer noch mal lachen, oder? Über diese Zugfahrt. Die Geschichte höre ich mich sehr gerne. Sah spektakulär aus, war es das auch? Ach, das war natürlich spektakulär. Die Umgebung und der Dreh an sich, damals eine berühmte Sendung vom früheren SDR noch, Straße der Lieder war das, glaube ich. Und wir sind mehrfach diesen Berg hochgefahren, hatten sehr viel Spaß, das hat man ja, glaube ich, gesehen. Das kann ich mir vorstellen, wenn man da hinten auf dem offenen Waggon ist. Und Sie dann noch mit der Posaune. Ja. Konnte man da gut spielen oder war der Fahrtwind oder ging das? Da konnte man natürlich spielen, hat man doch gehört. Aber es war ja im Fernsehen, man musste ja nicht live spielen. Das ist Trick 17. Aber überhaupt mal Blasmusik, das ist Ihr Leben, die Instrumente natürlich auch. Und es ist ein Phänomen, muss man immer wieder sagen. Diese Musik bezaubert und betört immer noch die Menschen, jung und alt. Wie ist das zu erklären? Naja, da gibt es natürlich ganz viele Erklärungen, die man da machen kann, aber ich möchte es mal ganz einfach sagen. Das ist auch für mich so ein Lebensmotto. Ich bin als Bläser jemand, der mit seinem Atem Emotionen ausdrückt. Und das ist etwas, was die Bläser natürlich sehr stark macht. Egal, ob sie klassische Klänge spielen, ob sie so Klänge spielen wie wir bei den Egerländern oder eben Jazz. Bläser, die drücken ihre Emotionen tatsächlich mit Hilfe des Atems aus, was man nicht unbedingt von einem gesampelten Keyboard sagen kann. Das stimmt natürlich. Und ich meine, die Technik, das ist ja auch überhaupt, also ihr Blasmusiker müsst ja unglaublich viel üben, ne? Also das ist, ihr seid Lippenkünstler, kann man sagen, ne? Ja, natürlich, das bleibt ja nicht aus, ja. Also wenn man diese Vorteile dem Publikum näher bringen möchte und selber so viel Spaß haben möchte, dann heißt das schon jahrelang üben und in meinem Fall eben schon 30, 35 Jahre. Und gerade jetzt nochmal, wir haben auch gerade die Bilder gesehen, was mir auch nicht so bewusst war, dieses Woodstock-Festival in Österreich, das ist ja das Blasmusik-Festival. Was für ein Spirit, was für eine Atmosphäre herrscht da? Ja, das beim Woodstock der Blasmusik, da trifft sich alles. Also die Blasmusik, kommen wir ja vielleicht auch noch mal kurz drauf, ist ja heute so vielschichtig und so vielseitig wie noch nie vorher. Da hat sich in den letzten 20 Jahren sehr vieles verändert. Man drückt eben mit die Emotionen unterschiedlich aus, ob man Bebop spielt, ob man Hip-Hop spielt, ob man böhmische Blasmusik spielt. Man kann so viele unterschiedliche Dinge ausdrücken. Und das zeigt sich dort alles beim Woodstock der Blasmusik an einem ganzen Wochenende. Das ist eigentlich das Tolle dort. Blasmusik ist offener geworden, ne? Ja, klar. Auch irgendwie muss an der Zeit dranbleiben. Auch die Egerländer übrigens, ne? Auch sie sind jetzt, die gibt es ja schon seit über 60 Jahren. Auch die sind immer dran geblieben an der Zeit, ne? Oder? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, das war natürlich auch schon unter der Leitung von Ernst Mosch so. Ernst Mosch hat sich ja auch dadurch seinen legendären Namen gemacht, weil er nie stehen geblieben ist, immer mit der Zeit gegangen ist. Und natürlich eins nicht vergessen hat, seinen traditionellen und berühmten, erfolgreichen Sound, das war immer die Basis der Egerländer Musikanten. Und so ist es auch bei uns heute. Als ich im Jahr 2001 das Orchester übernommen habe, hatten wir genau diese Aufgabe. Das Traditionelle zu bewahren, aber uns neuen Dingen natürlich nicht zu verschließen. Ja, der ganz spezielle Sound der Egerländer, aber natürlich auch der berühmte SWR Big Band Sound. Ne? So Jazz und auch die Egerländer, das sind ja so zwei Herzen in ihrer Brust, kann man das sagen? Diese zwei Musikrichtungen, der Jazz hier und da so ein bisschen das Traditionelle. Wie schafft man das als Musiker? Ist das ein großer Spagat? Ja, natürlich sind das unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Musiksprachen, so bezeichne ich es. Ich habe natürlich Musik studiert, Klassik übrigens, und während dieser Zeit alle anderen Musiksparten auch gelernt. Ich bin mit Jazz und mit Blasmusik aufgewachsen. Und wenn man das
Glück hat, so wie ich das hatte, dann ist es wie zweisprachig aufwachsen. Mhm. Ja, man kennt das ja vielleicht von Kindern heutzutage, die in einem zweisprachigen Haushalt die Chance haben, mit Englisch, Französisch oder vielleicht Deutsch auch noch aufzuwachsen. Dann ist es kein großes Hexenwerk. Können Sie mal ein bisschen Englisch und Französisch sprechen hier mit Ihrem Instrument? deswegen habe ich es ja mitgebracht. Also wir können hier natürlich ein bisschen was demonstrieren, aber da brauche ich Ihre Mithilfe. Okay. Also wir machen gemeinsam ein bisschen. Aber singen kann ich nicht und blasen auch nicht. Nee, spielen ja auch nicht. Okay. Aber ein bisschen Rhythmus bräuchte ich dazu. Okay. Und so einen swingenden Rhythmus zum Beispiel. Sie haben ja vorhin gesagt, bei der Anmoderation, das fand ich sehr schön, den swingenden Sound der Egerländer. Aha. Ernst Mosch hat ja die Egerländer auch aus dem Südfunk-Tanzorchester heraus entwickelt. Okay, und jetzt bleiben wir bei diesem Rhythmus und spielen eine ganz traditionelle Egerländer Melodie dazu. Stimmt der Rhythmus? Oh ja, war ganz gut. Wir müssen noch ein bisschen üben. Ja, genau. Das schwingt noch nicht aber richtig. Das ist ja live hier. Ja? Aber das Schöne, was ich zeigen wollte, ist, die Melodien der Egerländer, das war jetzt hier so gespielt. Mhm. Mit dem Atem, mit der Emotion, wie man Egerländer spielt. Ein bisschen nostalgisch, ein bisschen verträumt. Mhm. Und wenn wir jetzt noch mal den hier machen, so. Dann klingt eigentlich dieselbe Melodie, swingend. Ja. Und ich habe es so gemacht, wie es ein Musikant immer macht. Wenn er mit Rhythmus spielt, er passt sich dem Rhythmus an. Haben wir gut gemacht. Haben wir sehr gut gemacht. Ja, ich glaube. Aber das ist auch das Tolle eigentlich bei euch Musikern. Immer dieses Miteinander. Ne? Ich glaube, das ist ganz Teil des großen Spaßes, den sie auch haben, oder? Das ist auch etwas, was Bläsermusik, ich fasse es ganz bewusst etwas weiter, auszeichnet. Ob es klassische Kammermusik mit Blasinstrumenten ist oder ob das ein Blasorchester wie die Egerländer ist oder eine Big Band wie die SWR Big Band, das Zusammenmusizieren, ja, rhythmisch, Intonation, Emotion, Sounds, die zusammenzuführen, das sind eben die großen Vorteile der Bläser. Und heutzutage, ich glaube auch deswegen, weil viele junge Leute mittlerweile die Errungenschaften der Technik, also der Elektronik eigentlich so langsam hier oben haben, werden diese Vorteile wieder richtig modern und wieder richtig nachgefragt. Eigentlich ein schöner Schlusspunkt. Das heißt, hätten Sie noch einen musikalischen Schlusspunkt für unser Gespräch? Kurz? Ja, bestimmt. Bei mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Wie immer, wenn wir miteinander reden. Na? Kennen Sie das Lied? Herr Hutter, Sie dürfen immer kommen. Mensch, so schön hat noch niemand das Gespräch beendet.